Willkommen auf Planet Eternia TV. Zunächst einmal wieder vielen Dank für das Feedback zum letzten Video, hat mich wie immer sehr gefreut. Und nachdem ich bereits die Anti-Eternia He-Man-Statue im 1:10 Format von Iron Studios vorgestellt habe, folgt nun Hordak. Auch an dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Iron Studios und Heo, die mir die Statue für das Video zur Verfügung gestellt haben. Dies ist die Version in Toy-Farben. Es gibt auch eine in Filmation-Farben, dazu später mehr. Und hier nun die Statue selbst. Wieder einmal mit großartigen Details. Der Kopf entspricht dem Filmation-Look. Hier wäre es natürlich schön gewesen, wenn noch ein Wechselkopf im Toy-Design dabei gewesen wäre. Dann hier die Rüstung mit den Knochen außen herum und dem Fledermaus-Symbol mit einem schönen Metallic-Glanz. Er hat hier seinen Stab in der Hand, oben mit dem roten Horde-Symbol. Auch schön modelliert die Fellhose und die Stiefel. Auch die Base ist wieder toll gestaltet, mit vielen technologischen Details. Auch hier angelehnt an Filmation. Die Exklusivversion kommt auch mit einem Umhang. Dort ist Draht am Rand verbaut, so lässt sich der Umhang auch schön positionieren. Und hier die Rückseite. Alles punktgenau bemalt und schön modelliert. Und hier von der anderen Seite. Und wie bereits erwähnt, gab es bereits eine Version dieser Statue, und zwar in Filmation-Farben. Ohne Umhang, dafür mit Imp. Und dann noch der Vergleich mit einigen weiteren Versionen. Hier die Vintage-Version von Hordak. Wie gesagt, wäre natürlich ein Wechselkopf schön gewesen. Und dann noch der Vergleich mit der Classics-Version. Ebenfalls eine tolle Umsetzung, wie ich finde. Hier ist auch der Stab dabei. Und zuletzt noch der Vergleich mit der Origins-Version. Hier mit einem Custom Frightzone-Drachenaufsatz für den Arm und einem Custom Schwert. Insgesamt finde ich die Hordak-Statue in Toy-Farben von Iron Studios wirklich schön umgesetzt. Und hier noch einmal die Statue auf dem Drehteller von allen Seiten. Und damit neigt sich das Video auch schon wieder dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wie immer freue ich mich über Kommentare auf planeteternia.de, YouTube, Facebook, Instagram oder wo auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.